Sandonay gehört in diese Generation der Komponisten, die um 1880 geboren sind, die Generazione dell'Ottanta nennt man die auch, die eben genau die Generation nach Puccini, Leoncavallo, Mascagni verkörpert, und die wollten sich natürlich abgrenzen von diesen Vorbildern, und dann haben sie einen Ausweg gesucht und sie haben sich die italienische Geschichte ausgeguckt, und da ist natürlich der Romeo-Stoff ein gefundenes Fressen. Sandonay reduziert sehr stark die Handlung auf eine Dreieckbeziehung zwischen einem Bariton, einem Tenor und einem Sopran. Und das ist absolut in der Tradition des italienischen Postverismo. Das ist aber sehr spektakulär. Das heißt, er bedient sich des Shakespeare'schen Stoff, aber er macht daraus eine durchaus schlüssige Oper. Und ich habe mir überlegt, dass ich die erstmal alle in ein Internat schicke. Romeo und Julia sind zwei Pensionäre des Internats, Mädchen und Jungen im gleichen Haus, und die lernen sich doch zum ersten Mal kennen. Und dann werden sie ins richtige Leben geschickt, beziehungsweise der Mord an Tebaldo findet im Internat statt, und dann muss Romeo aus dem Internat fliehen. Und zwischen dem zweiten und dem dritten Akt lasse ich erstmal 40 Jahre vergehen, dass Romeo und Julia sich wiedersehen in zerbombten Verona. Natürlich bleibt es hier im Tonalen, es bleibt dem spätromantischen Klangideal verhaftet, aber man hört Instrumentationseffekte, die es auch bei Debussy gibt, die es bei Richard Strauss gibt. Man hört Salome und eben Debussy immer wieder um die Ecke lugen. Also ich finde auch, die Geschichte Romeo und Julia ist nicht an einem Tag gültig nur. Die spielt bei Shakespeare original in einem Tag, aber dieser Konflikt oder diese Situation, die die beiden erfahren müssen, ist zeitlos. Ich finde es romantischer, wenn es und 30 Jahre später.